habe gerade wirklich Angst, euch das zu zeigen. Ich expose mich hier richtig. Hallo Leute, ich bin Ava. Willkommen bei Alles Ava. Ich muss jetzt ein bisschen leise sein, weil es gleich Mitternacht ist. Ihr wundert euch bestimmt, Ava, was ist los? Also, ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht schlafen, weil mein Zimmer einfach so schlimm aussieht. Ihr seht es jetzt nicht, aber gleich werdet ihr es sehen. Es sieht wirklich hier aus wie so ein Schweinestall. Ich habe überall Geschirr. Hinter meiner Kamera ist gerade eine Schüssel. Oh mein Gott, der Löffel hat so richtig an die Schüssel geklebt. Oh mein Gott. Oh. Das ist nicht mehr lustig. Like, ich kann nicht einschlafen. Bei mir ist halt so, ich kann mich... Okay, ich muss wieder ein bisschen leiser sein. Bei mir ist halt so, ich kann nichts machen, wenn alles zu unordentlich ist. Da fühle ich mich einfach an wie scheiße, weil alles scheiße aussieht. Wenn ihr das versteht, ganz oft, wenn ich auch lernen will, muss ich erstmal alles sauber machen, damit ich in dem richtigen Mindset bin. Und gerade bin ich nicht in dem richtigen Mindset zu schlafen. Und das müssen wir jetzt zusammen ändern. Ich brauche eure mentale, geistliche Unterstützung. Ich kriege gleich einen Nervenzusammenbruch. Ich schreibe nämlich morgen einen Vokabeltest. Zum Glück nur in Englisch. Also, ja. Ich glaube, wir fangen erstmal hier an. Oh mein Gott, mein Schminktisch. Erstmal Outfit-Check. Also die Hose hier ist von Sabio. Das Top ist von Brandy. Das habe ich so ausgeschnitten, weil ich das einfach so cute finde. Ich mache jetzt erstmal so. Hier ist es. So, so schön. Oh, frag nicht. Ich glaube, wir fangen am besten an mit dem Schminktisch. Oder... Oh mein Gott, wo soll ich denn überhaupt anfangen? Ja, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Schminktisch. Es fühlt sich jetzt richtig komisch an, nochmal in einem Video zu zeigen, wie ich meinen Schminktisch aufräume, weil ich erst letztens so ein Video gemacht habe, so Cleaning my Schminktisch. Und da sah es schon richtig schlimm aus. Leute, es tut mir leid. Okay, bevor wir anfangen, ich will euch kurz mal Make-up-Produkte zeigen, die ich einfach so schön finde. Also, ich habe letztens Sachen von Flower Nose bestellt und oh mein Gott, das sind die schönsten Make-up-Sachen jemals. Ihr werdet einen Herzinfarkt kriegen, wenn ihr diese Sachen seht. Das ist nicht gesponsert oder so. Ich habe die gekauft, weil ich die einfach so schön fand. Ich habe auch schon dazu einen TikTok gemacht. Also erstmal so ein Lipgloss. Schaut euch mal diesen Highlighter an. Das hat sogar so ein kleines Baby. Wie ist das schlimm? Dann diese Flower Nose Palette. Schaut euch die an. Ich muss wirklich ein bisschen heißer sein. Ich hatte letztens so einen Herzinfarkt bekommen. Ich habe hier unten Musik gehört. Da kam meine Mutter rein. 1200. Gott. Also, ich habe jetzt gelernt, man kann nicht noch besser werden, als ich dachte. Ich weiß jetzt nicht, ah, da ist die von Tarte. Die ist auch richtig hübsch. Schaut mal, die ist mir letztens hingefallen. So sad. Und das ist jetzt so ein bisschen random, aber immer wenn ich nicht schlafen kann, meine ich mich wie David Bowie. Ich wäre ehrlich gesagt geschockt, wenn ihr nicht wisst, wer David Bowie ist. Aber ich mache dann dieses so Lightning Bolt irgendwie. Hoffentlich wisst ihr, was ich meine. Ich hasse es, über alles bilingual zu sein. Wenn ihr nicht wisst, was das heißt, ist so zweisprachig aufwachsen. Also ich spreche Deutsch und Englisch. Flüssig halt. Wann habe ich bitte schön einen schwarzen Lippenstift gekauft von Tiason? Hä? Warte, ist das so ein UV-Ding oder? Nein, das ist sehr schwarz. Wow. Ich könnte so ein Kim Possible-Ding machen. Das ist kein guter Look. Anyways, geht weiter. Also, ich wachse halt zweisprachig auf. Und Deutsch und Englisch sind schon zwei sehr verschiedene Sprachen. Also, ganz oft fallen mir einfach keine Wörter ein in anderen Sprachen. Immer wenn ich Deutsch spreche, fällt mir nur das englische Wort ein. Oder immer wenn ich Englisch spreche, fällt mir nur das deutsche Wort ein. Übrigens, wenn ihr euch einen neuen Mascara kaufen wollt, kauft hier diesen von Lancôme. Hoffentlich könnt ihr das sehen. Das ist wirklich der beste Mascara ever. Wenn ihr so einen Mascara wollt, wo man nicht so merkt, dass man überhaupt Mascara anhat, ist der perfekt. Der ist gerade hingefallen. Ist der perfekt. Übrigens, ich habe hier so ein Skincare. Runtergefallen. Und jetzt auch mein Moisturizer von Glover Speed. Da ist gefühlt nichts mehr drin. Ich nehme jetzt immer das Ding hier raus, um auch so ein bisschen rauszukriegen, weil der einfach so geil ist. Den benutze ich jetzt auch immer als Primer. Was wollte ich sagen? Ja, hier. Ich habe so ein Skincare-Fridge. Das ist kein Kühlschrank mehr. Das ist einfach nur ein Schrank, weil der nicht mehr kühlt. Aber ich finde, der ist halt so süß, deswegen behalte ich den trotzdem. Ich muss jetzt dafür das Licht anmachen. Ich habe jetzt alles weggeräumt, aber mein Schminktisch ist einfach so dreckig. Da könnt ihr diesen Highlighter sehen. Das muss ich jetzt unbedingt sauber machen. Hier sind wir jetzt fertig.
Dann machen wir jetzt weiter. Ich habe letztens probiert, so Heatless Curls zu machen. Die sahen so schlimm aus. Ich habe immer all meine Haarprodukte startbereit, damit ich die nicht rausholen muss. Übrigens, ich werde jetzt sehr oft noch Tipps fragen. Ich wollte mir letztens so Curls mit so einem Gletschereisen machen, aber ich weiß halt nicht, wie man das macht. Ich habe so viele Tutorials geschaut. Also, wenn ihr wisst, wie man das macht, bitte gebt mir Tipps. Ich habe einen Spiegel gefunden. Jetzt könnt ihr euch sehen. Sagt mal hi. Hier sind wir jetzt fertig. Die Müsli-Schüssel da werde ich jetzt erstmal stehen lassen. Ich werde nämlich gleich all das Geschirr holen. Ja, es gibt noch mehr Geschirr. Denkt ihr, wir sind fertig? Nein, sind wir nicht. Übrigens, ich werde jetzt nicht mein Bett machen, da ich ja gleich schlafen werde. Wie bei der Schlafzimmer, wir machen jetzt erstmal mit dem Bad weiter. Triggerwarnung, es ist schlimm. Oh mein Gott. Ich zeige das jetzt am besten erstmal alles. Hier habe ich ein paar Sweatjacken, zwei sogar, wow. Hier habe ich meine Tasche. Das ist meine allerlieblingstasche von Brandy. Ich wollte mir letztens so Sleek-Frisuren machen, deswegen habe ich mir ganz viel Scheiß von Amazon gekauft. Da schauen wir jetzt am besten nicht. Nochmal so ein Ding, um so Edges zu machen. Meine Coach-Tasche, ich finde, dass die hier so umliegt. Da ist mein Lip-Liner. Das ist übrigens die beste Kombi. Dieser ist von... Es fällt mir heute wirklich alles runter. Also dieser Lip Liner ist von Essence. Dann diesen Lipgloss von Kiko. Und dann auch hier diesen Pillow Talk Lipstick von Charlotte Tilbury. Ich habe euch jetzt auf meine Toilette gesetzt. Ich weiß nicht, wieso ich das erzählt habe. Also ich glaube, wir fangen erstmal hier drüben an. Ich packe jetzt erstmal meine Taschen weg. Also ich packe die weg. Und danach bringen wir die in mein Ankleidezimmer. Das muss ich auch noch aufräumen. Das sieht aber immer aus wie ein Scheibenstall. Also es ist nichts Neues. Das ist aber was Neues. Das sind übrigens die besten Skincare-Produkte jemals. Ich habe einfach viel zu viel von diesen so Headband-Dinger. Oh mein Gott. Ich mache jetzt so das Video weiter. Ich habe meinen AirPod-Case gefunden. Ich stöpsel jetzt erstmal meine AirPods ein. Ich mache jetzt erstmal meine Haare auf, weil meine Braids mich einfach so nerven. Wartet. Ich habe jetzt diese Seite fertig gemacht. Alle Schminkprodukte habe ich weggeräumt. Ja, das muss ich irgendwie ändern. Und ich habe auch meinen Ohrring gefunden, den ich jahrelang gesucht habe. Und ignoriert meine Hand. Ich habe den letztens mit meinem Glätteisen verbrannt. Also Waschbecken habe ich jetzt sauber gemacht. Ich werde jetzt all meine Haarprodukte wegmachen. Und ich habe letztens so einen TikTok gemacht, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich kann keine Sleek-Frisuren machen wegen meinem Pony. Meine Haare sind richtig fettig und schau mal. Es geht doch ziemlich gut. Ich habe halt nur Angst, wenn ich so eine Sleek-Frisur mache, sehe ich halt aus wie so ein Fußball oder ein Ei oder irgendwas Rundes. Ach, wir schauen einfach mal. Unrelated, ich habe aber dieses Flugzeug gefunden. Das habe ich mal im Kinderjoy bekommen. Und es liegt hier immer in meinem Badezimmer. Ich werde es nicht wegschmeißen. Ich habe einen Brief drin. Schau mal, das Papier. Wow, was habe ich mir denn so Schönes aufgeschrieben? Oh, nix. Da steht nichts drauf. Cool. Das kommt jetzt in meine Tasche als Glücksbringer. Ich habe ganz viele random Glücksbringer dabei. Ich habe eine Plastikrose. Ich habe diesen Typen. Sieht aus wie so ein Plastikroboter. So ein Wurm. Und jetzt fertig. Oh, dachtet ihr, ich könnte jetzt einschlafen? Nein. Wir müssen noch ein bisschen mehr aufräumen. Es sieht hier so schlimm aus. Schaut euch das mal an. Das ist mein Schreibtisch. Ich sehe hier überhaupt keinen Schreibtisch. Da ist so viel Scheiß. Ich habe hier eine Tellersammlung. Das war mal Salsa. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Also ich werde jetzt erstmal so einen Stapel an Geschirr machen. Da hole ich jetzt auch gleich mal die Schüssel. Dann bringe ich erstmal alles hoch. Später in die Küche. Also wenn ich erstmal hiermit fertig bin. Dann mache ich noch einen Haufen von allen Sachen, die ins Ankleidezimmer müssen. Nachdem ich hier fertig bin, bringe ich die Sachen ins Ankleidezimmer und dann hoch in die Küche. Oh mein Gott, die Kamera ist schief. Also, sorry, wenn es ein bisschen schief ist. Ich balanciere das gerade auf mein Sofa. Ich habe gerade alle Stellen so Geschirr gestapelt. Mal schauen, ob ich das jetzt aufheben kann. Oh, boah, richtiges Workout. Super. Ich habe natürlich noch meine 10.000 Gläser und Becher vergessen. Hier ist jetzt alles Geschirr. So viel. Ich könnte ein eigenes Restaurant aufmachen. Ich glaube, wir fokussieren uns jetzt erstmal hier auf dem Schreibtisch. Oh mein Gott, die Kamera ist so schief. Ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll. Ganz ehrlich. Like, was soll ich hier machen? Okay, ich habe jetzt ein bisschen von dem Papier entsorgt. Jetzt machen wir abstrakte Kunst im Kunstunterricht. Das sind meine Socken.
Und das ist mein allerlieblings-T-Shirt. Schaut mal, das habe ich mal gethriftet. Das ist wie das Albumcover von Nevermind bei Nirvana, aber halt so eine Katze. Und ich liebe es. Das ist mein allerlieblings-T-Shirt. Ich liebe es. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich habe letztens so ein Lolli gegessen. Und ich weiß nicht, wieso. Immer wenn ich Papier habe oder irgendwas, was ich zerschneiden kann, mache ich sofort kaputt. Hier ist noch so ein Bookmark, der hat mir mein Vater geschenkt. Ich habe mir letztens zwei Poster gekauft, habe total vergessen aufzuhängen. Also erstes die Smiths. Die Smiths sind meine allerlieblingsband. Wenn ihr noch nie die Smiths gehört habt, müsst ihr die mal hören. Als nächstes hier die... Oh, scheiße! Eine Fake-Spinne. Das war mein Vater. Das war bestimmt mein Vater. Oh mein Gott. Also, er mag sehr, mich zu erschrecken. Zum Beispiel hier, sieht aus wie eine normale Wand. Nein! Oder war das? Nein, ein Sticker. Ihr wundert euch bestimmt, was das sein soll. Schaut Lost Boys, dann versteht ihr das. Das ist so ein Vampirenfilm oder so. Und schaut mal. Red Room, das ist von dem Film The Shining. Und hier, wartet. Noch ein Sticker, auch von The Shining. Hier, noch ein Sticker, wieder von The Shining. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, so viele Sticker zu verstecken, ohne dass ich gemerkt habe. Ich bin nämlich immer in meinem Zimmer. Kommt ihr nachts hier rein oder was ist da los? Also was ich sagen wollte, hier, das ist mein Lieblingsalbum von Radiohead, Okay Computer. Ihr müsst auch mal Radiohead hören. Ich räume jetzt noch die restlichen Sachen weg und dann ist mein Schreibtisch schon mal ordentlich. Und voilà, schon ist mein Schreibtisch wieder ordentlich. Ich dachte wirklich, ich wäre für immer unordentlich. Ich krieg von meinem Zimmer so richtig Hoarder-Vibes und das ist nichts Gutes. Okay, jetzt müssen wir erstmal hier weitermachen. Oh mein Gott. Oh. Hier ist so viel Müll. Ich habe letztens richtig viel von Motel Rocks bestellt und ich habe hier das nicht weggeschmissen. Also werde ich das jetzt erstmal entsorgen und dann bringe ich hier all meine Klamotten ins Ankleidezimmer und dann muss ich unbedingt auch aufräumen. Ich schäme mich gerade. Okay, ich habe jetzt den Müll erstmal weggeworfen. Ich habe gerade wirklich Angst, euch das zu zeigen. Ich expose mich hier richtig. Bei mir ist halt das Problem, wenn ich ein Kleidungsstück anziehe, dann packe ich es nicht wieder zurück. Ich lasse es dann einfach da rumliegen, bis so Mount Everest. Gott, ihr wisst, was ich jetzt bei Mount Everest meine. Oh mein Gott. Das sieht ja aus wie so eine Zombie-Apokalypse. Schaut doch mal. Also viel kann man hierzu jetzt nicht sagen. Ich glaube, ich werde das jetzt einfach im Schnelldurchlauf aufräumen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bevor wir anfangen, kurze Shoutout an meinen Cousin aus Irland, James. Okay, jetzt machen wir weiter. Was aufgeräumt. Wir haben jetzt 2 Uhr. Ich kipp gleich um. Ich bin so müde und in meinem letzten Video, als ich ja oben in der Küche war, als es auch nachts war, letztens filme ich immer nur nachts, das ist richtig komisch, ist mir gerade aufgefallen. Ja, da ist mein Vater reingelaufen, als ich gefilmt habe. Also habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass wenn ich das Geschirr hochbringe, dass ich meine Eltern aufwecke. Und ich meine, ich habe ja alles Geschirr schon zusammengesammelt, also glaube ich, werde ich das einfach morgen früh machen. Geh jetzt ins Bett. Leute, wenn ihr gerade im Bett chillt und euer Zimmer ist richtig unordentlich, das ist ein Zeichen, dass ihr jetzt euer Zimmer aufräumen müsst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis ihr Lieben. Ciao. Ich freue mich jetzt so sehr zu schlafen.